So, meine lieben Freunde. Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Jo, ich kann das Spiel leider nicht so streamen, wie ich es gerne haben wollte. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, nicht mehr so viele Spiele anzufangen und Games abzuarbeiten. Ich habe für die Leute, die mich auf Twitch verfolgen und mit da mit reingucken, habe ich ja gezeigt, dass ich jetzt mit über den neuen Fernseher und den HDMI-Splitter zocke. Das hatte ich tatsächlich auch mit Hogwarts vor. Aber aus irgendwelchen Gründen klappt das nicht. Dieses Spiel hat irgendwie ein Problem mit meinem Splitter. Aber auch nur das Spiel. Das ging gestern so weit, als ich das probiert habe, dass ich, wie heißt's? Ja, was soll ich dazu sagen? Also irgendwie habe ich gedacht, meine Capture Card wäre kaputt. Dann habe ich eine neue Software ausgetauscht. Und so weiter und so fort. Und dementsprechend beziehungsweise zu der Dingsbums zu der Auffassung gekommen. Ja, muss ich es leider komplett vorm. Also wenn ich die PlayStation direkt an den PC anschließe, ist kein Problem. Nur beim HDMI-Splitter. Ja, keine Ahnung, vielleicht macht der DHCP da Probleme oder was weiß ich. Keine Ahnung, was das Spiel für ein Problem hat. Naja, machen wir hier weiter. Ich habe die Bubotopler gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Ich bin hier gerade noch machen. Kurz was. Ah ne, was zu trinken habe ich ja hier stehen. Gut. Bin nämlich nicht ganz so. Warte mal, ich habe da noch irgendwo eine Flasche Wasser hier stehen. Vorbereitet. So, jetzt. Natürlich. Freut mich, sie für dich gefunden zu haben. Na klar. Und natürlich Daniel. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Das ist ein sehr toxischer, ekelhafter... Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Ich will zwar nichts sagen, aber das fühlt sich mit der irgendwie ein bisschen widerlich an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht so toll ist, wie sie es befürchtet. Naja, auf jeden Fall mache ich heute mal ein bisschen... was. Ja, ich will auf jeden Fall hier weitermachen. Dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ich will nicht alle Aufgaben machen. Pflanze und ernte Flussgras. Beschaffe alle drei Kampf. Pflanzen und nutze sie zeitgleich. Okay, Flussgras. Das ist so ein... Konkurrenz wegwerfen. Besenprüfung, oh wei, da muss ich echt nochmal dran. Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Die Frage ist, wo finde ich das? Wie, Talente? Ich habe noch Talente? Wo? Ah, haha, ein Talentpunkt. Ho, ho, ho. Muss ich mal gucken. Der Pulselus. Oh, das ist nicht schlecht.
Ah, warte mal. Das ist Kampf. Confringo. Ja, Confringo, das hört sich gut an. Confringo hört sich gut an. Der Rest ist mir tatsächlich so ein bisschen egal. Na gut. Muss ich da lang? Oh, die malt ein Bild. Ist aber schön. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich mit Reittieren und so ein Kram machen, aber brauche ich tatsächlich nicht. So, wunderbar. War ich hier schon? Ja, ne? Hier war ich schon. Na gut. Ne, da müssen wir das halt so machen. Ich habe schon echt gedacht, meine Capture-Karte geht kaputt, weil das Spiel ständig abschmiert, aber dabei hat es irgendwie einen Problem mit anderen Sachen. Ist das so ein Mini-Dingsbums? Aber wie heißt denn das Spiel nochmal? Quidditch? Da gab es doch auch diese drei. Naja. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ja, hallo. Schauen wir uns mal an, was schön, wenn der Questmarker Dingsbums. Oh, 1000 Gold. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Alles klar, mein Guter. Aber dauert noch ein bisschen. So, bum, bum. Da muss ich tatsächlich noch mal meine Aufträge anders da gestalten. Fohlen des Todes. Ach komm, machen wir die Hauptquest mal ein bisschen. Naja, 900 Meter geht eigentlich. Sagten zumindest die Lehrer immer. Ja. Na, ich glaube, es ist nicht so ein Actionspiel, wie ich mir das erwartet hatte. Dementsprechend muss ich das, glaube ich, ein bisschen anders angehen. Es ist eher, glaube ich, so ein Lass dich verzaubern Spiel. Ich habe mich nicht zu stark spoilern lassen. Du bist doch eine Truhe, die sich... Oh. Ja, das war ganz gut.
Habe ich jetzt theoretisch genug Geld? Weil dann, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich einfach. Ich bin einfach so ein Typ. Ich mag einfach Nebenquests. Ich mag einfach Nebenquests, weil ich immer das Gefühl habe, die bringen mir irgendwas. Aber traurigerweise ist das leider nicht der Fall. Wo sehe ich mein Geld? Dann würde ich sagen, machen wir es auch so. Also ich glaube, wenn ich hier die Story komplett durch habe, dann werde ich mich wahrscheinlich so extrem auf den Raum der Wünsche konzentrieren. Ich hoffe, es ist zumindest so, dass man weiterspielen kann, auch wenn man die Hauptquest durch hat. Was? Hallo, ist alles in Ordnung? Und ob, mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister. Ganuf, bloß Ganuf. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Biscuit. Da helfen wir natürlich weiter. Na klar. Wir helfen dem guten Mann doch. Die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Vor allem. Ich weiß, was sie ihr antun. Sie können sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Gegenfrage, warum nicht? Ich eines Abends wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Oh, das ist süß. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen, aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Gans, die goldene Eier legt. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Garno. Danke. Natürlich. Nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn Sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich Sie auch für Ihre Mühen. Na, das ist doch super. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Na klar. Ich sollte versuchen, Ganovs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Ja, ich wollte eigentlich erstmal das andere holen und dann retten wir das Mondkalb. Das machen wir auf jeden Fall. Also hier bleibe ich auf jeden Fall dran. Da will ich nochmal zu dem guten Mann hier. Ich sehe halt echt beschissen aus, Hier gibt es vom viel zu Aussehen sehen. her. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ja, ich weiß, was ich brauche. Schneidestation. Das wird ein wichtiger Charakter hier. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Diek. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfe. Ja, sehr gut, Thomas. Du wirst mir noch viel helfen und viel Gold aus der Tasche ziehen, alter Mann. Aber wenn es mir hilft. So, was haben wir denn noch? Jetzt machen wir aber das Mondkalb. Das ist nämlich auch die schlüsselgebende Folge. Knapp 900. Ah, ich kann nicht weder Flügel. Hey, ich kann sogar später Reittiere holen. Das ist cool.
Ich würde da wahrscheinlich mit dem Besen fliegen, um ein bisschen zu üben, in der Hoffnung, dass ich das irgendwann mal hinkriege. Obwohl, ich könnte doch theoretisch auch... Das ist eine ganz schöne Menge. Hier war ich noch nicht, aber hier... Reisen wir mal. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Hier oben, ne? Ah. Sollte eigentlich passen. Ich meine, das hätte ich schon gemacht. Hier war ich auch schon. Ich fände es cool, wenn die irgendwie anders da dargestellt werden, oder? Bin ich blöd? Warte mal. Wenn es irgendwie markiert werden würde... Wenn ich das schon gemacht habe, aber wahrscheinlich. Was ist das alles? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Prüfung Merlins, Voraussetzung. Wie? Das habe ich nicht gemacht. Okay. Easy. Ja, der ist gut geflogen. Warte mal, das ist doch auch wieder so eine Prüfung Merlins, oder? Das sieht doch so... Au. Du bist ja schon fast tot, du Lappen. Sag mal, hast du dich jetzt... Au. Ach ja... Hätte so einfach sein können. Ich hätte es ja auch einfach in Ruhe lassen können, weil hier gibt's nichts. Achso, ich habe mich hier automatisch regeneriert. Der läuft hier ganz gechillt rum, als wenn nichts wäre, alter Mann. Na, von mir aus. Au! Au! Wie, ich habe beide gekriegt. Wie denn das?
Na gut, will ich zwar jetzt nicht hinterfragen und das nehme ich natürlich gerne. Tränke habe ich genug, ne? Also kaufen kann ich ja sowieso nicht, ich bin ja relativ blank. Hallo, ihr Fröschchen, kann ich hier rein? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn ein Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ich fürchte nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich habe keins bei mir. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie wären vorbereitet. Die ist aber ganz schön frech dafür, dass die was haben will. Donnergebräu. Okay, dann habe ich das freigeschaltet. Ich würde es gern wissen. Ich will keinen Wegpunkt setzen. Ich möchte die Karte öffnen. So, und dann will ich in den Raum der Wünsche. Kommt das mir nur mir so vor, oder ist das alles hier ein bisschen umständlich? So, dann gucken wir mal. Kann doch tatsächlich mit Deke sprechen, aber ich will hier eigentlich bleiben. Werkzeugplätze sind voll. Unsichtbarkeitstrank. Ich würde gerne mal gucken, ob ich hier Donnergebräu brauen kann. Sumpffeigen brauche ich. Okay. Warte mal. Hier haben wir es doch. Nehme ich das mal mit, komm, die 50 Sekunden können wir auch noch warten, dann kann ich hier auch noch mal ein bisschen was abgrasen. So, Flussstarkgramm, Kaukohl, Schrumpelfeige. Was haben wir hier? Knöterichzweig, Malvenkraut. Die Palmblätter, Knöterichzweig, ich könnte gucken, dass ich hier noch Flussgras, Schumpelfeige, Kaukohl, warte mal, Flussgras, ne? Ne, Flussgrasstamm. Das hier brauche ich. 1, 2, 3. Das bedeutet eine Olraune. Habe ich hier noch. Ich habe noch keinen Tisch für eine Olraune.
Schade eigentlich. Naja, wenn ich den mal vergrößere zum Beispiel, könnte ich ja mal gucken, dass ich hier nochmal 4 Stück reinsetze. Dann habe ich immer hier so... alles, was ich brauche von einem Tisch, der alles macht, was ich brauche. Super, dann gehe ich mal auf die Weltkarte und gehe nochmal dahin. So, dann wollen wir der Kleinen mal helfen. Wir machen die Folgen auch nicht mehr so lange. Damit ich halt ein bisschen vorwärts komme. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn ein Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ja, ich habe welches dabei. Hier, bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Als ich Nein gesagt habe, war es so richtig eklig. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Interessant. Dank für Ihre Großzügigkeit. Maxima-Trank. Naja, war, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war. Vorsichtig sein. Revelio. Ich hätte im Wald fast ein Grabhorn erwischt, aber es ist entkommen. Schade. Mit Bombarda, ne? Das ist Bombarda. Au. Au. Ich hab's so lange nicht mehr gespielt. Diese scheiß Wölfe! Au. Alter! Alter! Wo kam der auf einmal her? Nicht gesammelte Belohnung für Herausforderungen. Ach, meine Güte, ja!
Och, meine Fresse. Man muss, dieses Spiel muss ja auch gefühlt alles in die Fresse hauen. Darf ich auch mal einfach das Spiel mal spielen? So. Also gut. Wer von euch ist Biscuit? Schön sein. Arresto Momento. Oh, komm schon, wirklich. Die hauen einfach alle ab. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. So, die anderen sind ganz weit weg. Oh, das ist dumm. Naja, das Zielfahren könntest du auch ein bisschen schneller machen. So, wir könnten die theoretisch mitnehmen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Stell dich doch nicht so an. So. Das glaubt Professor Howe nie. Ja, ist auch schön. Jetzt ist alles gut. Den nehme ich auch noch mit. Oh, bleib doch hier, du Lümmel. Oh, komm schon.
Na gut, dann halt nicht. Dann soll es nicht sein. Ich muss den Beutel irgendwie verbessern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eklig ist. So, dann bringen wir ihm das Kalb zurück. Was soll ich nur ohne sie tun? Ganov, ich habe Biscuit. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es Ihnen gut? Biscuit und mir geht es gut. Ja, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ach, so schön. Schön, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. Das erleichtert mich ungemein. Oh, meine süße kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Na siehst du, ich wusste, dass er uns nicht verarscht. Sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Na klar. Sie haben mir ein Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind Ihnen ewig dankbar. Das ist doch schön. So, 300 Tacken, das ist nicht schlecht. So, gibt es noch irgendwelche Aufträge? Aktuell sieht es doch eigentlich ganz gut aus. 3 Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Ja, das werde ich irgendwann mal machen. Warte mal, ich will doch jetzt erstmal mit Dingsbums sprechen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Tschüss.